Hallo und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde, zu einer weiteren Episode Hearthstone mit mir, dem Lean, aka Gothic Society Clan. Ja, das Video hier soll eine Art Anfänger-Guide sein, ein Beginner-Guide. Ich habe mir jetzt kein Skript geschrieben oder so, habe mir nur grob Gedanken gemacht, was ich euch zeigen möchte, was ich euch beibringen möchte. Habe dieses Video auch schon länger geplant und jetzt ist es endlich soweit, dass ich mir denke, ja komm, jetzt machst du es endlich mal. Und wer sich erinnert, ich habe vor ein paar Wochen schon mal einen Beginner-Guide gemacht mit meiner Mutter zusammen, der Garteneinkochfee, die saß neben mir. Das Video werde ich euch auch mal oben in der Infobox verlinken. Allgemein habe ich jetzt eine ganze Playlist angelegt für Hearthstone-Tutorials, für Hearthstone-Guides. Nicht jeder möchte sich so ein langes Video angucken. Manche interessieren sich auch nur für ganz kleine, spezifische Sachen. Da wird es noch einiges geben. Also wenn euch das interessiert, auf jeden Fall abonnieren, liken, würde mich sehr freuen. Also wenn ihr davon mehr sehen wollt, lasst es mich wissen. Besonders auch in Form von Kommentaren, da würde ich mich sehr drüber freuen. Aber jetzt möchte ich nicht lange um den heißen Brei reden, sondern euch einfach mal so ein bisschen in Hearthstone einführen. Ich schneide das Ganze auch nicht, damit das Ganze auch ein bisschen natürlicher rüberkommt. Ich möchte euch das erklären, so als wenn ihr neben mir sitzen würdet oder als wenn ich das einem Freund von mir erklären würde. Deshalb auch, wie gesagt, die Kooperation mit meiner Mom. Und wer da Lust und Zeit hat, kann da auch gerne mal auf ihrem YouTube-Kanal vorbeischauen. Ja, tatsächlich, meine Mutter hat auch einen YouTube-Kanal, total abgefahren. Vor allem, wenn man weiß, dass ich 32 Jahre alt bin. Ja, so ein bisschen Private Talk am Rande muss auch ein bisschen sein. Und wenn ihr in Hearthstone einsteigt, dann sieht das vermutlich so bei euch aus oder nicht ganz, denn viele von euch werden vielleicht auch eine Art Anfangskampagne spielen. Das rate ich auch jedem. Ich weiß gar nicht, ob man skippen kann oder nicht. Auch da berichtigt mich sehr gerne in den Kommentaren. Es ist ja auch immer so eine interaktive Geschichte, dass die Zuschauer sich auch sehr gerne in die Kommentare einbringen können. Es ist ja auch nicht immer alles richtig, was ich erzähle. Und da ist es dann schön, wenn die Zuschauer die anderen auch so ein bisschen runterscrollen können. Okay, wie sehen die anderen das? Hat der Lean mal wieder Quatsch erzählt oder stimmt das, was er sagt? Ja, und wie gesagt, es gibt, wenn man einloggt, so eine Art Anfangskampagne. Da werden einem so die Basics, sage ich jetzt mal, schon beigebracht. Wie man kämpft, was ein Minion ist, was ein Zauber ist, glaube ich auch. Was so Angriffspunkte, defensive Punkte sind etc. Und halt auch die Mana-Leiste und so weiter und so weiter. Also ich empfehle jedem, das auch aufmerksam zu spielen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann müsstet ihr hier auf so eine Art Bildschirm kommen. Und da fange ich jetzt einfach mal an, grob zu erklären, was das hier alles ist. Unten links, da ist jetzt gerade mein Overlay drüber hier. Ich lasse das mal kurz blinken. Da sieht man quasi die Friendlist, die mache ich jetzt nicht auf aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen. Das will vielleicht nicht jeder aus meiner Friendlist. Ja, aber das kann sich ja jeder selbst erklären, wenn man unten links draufklickt. Da ist quasi die Freundesliste, da kann man sehen, wer online ist, was die für einen aktuellen Rang haben und was die gerade so treiben. Dann hat man hier unten links den Shop. Der ist auch mehr oder weniger selbsterklärend. Ganz oben ist immer die neueste Erweiterung mit den Kartenpackungen etc. Und die kann man sich hier von Gold oder von Echtgeld kaufen. Also das ist optional. Allgemein ist Hearthstone ein kostenloses Sammelkartenspiel aus dem Hause Blizzard. Und man kann es sich kostenlos runterladen und kostenlos spielen. Und alles, was hier im Spiel ist, Moment, ich muss vorsichtig sein. Ich sag jetzt mal, fast alles, was in dem Spiel ist, kann man sich auch erspielen. Ne? Es gibt ein paar kleine Ausnahmen, da komme ich später vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Gerade wenn es um Skins geht und so weiter. Hier gibt es im Shop nämlich auch Helden und die kann man nicht alle freispielen. Aber die muss man sich kaufen tatsächlich hier, den Magni oder sie hier. Ne? Die muss man sich von Echtgeld kaufen. Aber in der Regel, was so spielrelevante Sachen angeht, Karten und so weiter, das kann man sich alles freispielen. Man ist also nicht gezwungen, Echtgeld zu investieren. Man kann aber.
Ansonsten haben wir hier eine Questlog. Wenn man da draufklickt, sieht man hier oben links den aktuellen Rang im normalen Spiele gewerteten Modus. Wild oder Standard, je nachdem, wo man gerade am höchsten ist. Hier sieht man, also man muss, glaube ich, 5 Spiele in einer Season machen, um eine Belohnungstruhe zu bekommen. Die ist aber in der Regel super easy zu machen. Ich denke, das sollte jeder von euch hinkriegen in einer Season. Eine Season geht auch einen Monat, für die, die das jetzt interessiert. Hier sieht man Arena einmal, was so der höchste Arena-Win war. Dies ist der beste Schlüssel, den ihr in der Arena erhalten habt. 12 Siege ist auch das Maximum. Und hier seht ihr, wie viele Siege ihr insgesamt habt. Hier die einzelnen Klassen. Insgesamt gibt es 9, sieht man hier auch. Da steht dann das Level der Klasse. Name der Klasse ist eigentlich alles selbsterklärend. Stufen insgesamt, was alle Helden zusammen an Level ergeben. Und hier unten hat man dann 3 Daily Quests. Das ist auch so ziemlich die wichtigste Information für Leute, die neu anfangen. Kann ich nur raten. Ich weiß, ihr seid neu im Spiel, ihr seid total wild und wollt am liebsten schon 1000 Gold und noch mehr haben, um euch möglichst schnell die Sammlung voll zu machen. Ist auch voll und ganz nachvollziehbar. Die Anfangsmotivation, wenn man noch so richtig, richtig heiß auf das Spiel ist, ist ja auch was Schönes. Nur da ist dann auch ein bisschen Geduld gefragt, denn man bekommt jeden Tag eine Daily Quest und kann die halt nur einmal am Tag machen. Aber das sollte man auch tun, wenn man da die Zeit für hat, natürlich nur. Und das staut sich halt hoch bis zu 3 Tage. Also sagen wir mal, spätestens alle 3 Tage sollte man schon in Hearthstone einloggen und die 3 Quests machen, die sich hier angestaut haben, um halt das maximale Gold mitnehmen zu können. So, dann haben wir hier Packungen öffnen. Vielleicht habt ihr da schon was, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, hier könnt ihr die Kartenpackungen öffnen. Denn wie schon gesagt, Hearthstone ist ein Sammelkartenspiel. Und da, ja, man kennt es vielleicht auch aus dem echten Leben. Da gibt es ja auch Sammelkartenspiele mit so einer Art Booster-Packungen. Man kauft sich einfach so eine Packung Karten und da sind dann random irgendwelche Karten drin. 5 Stück oder wie viele, ne? Je nachdem, um welches Spiel es sich handelt. Und ja, die kann man dann öffnen und es sind zufällige Karten drin. Tatsächlich, es steht sogar hier auch im Shop, wenn man sich eine Kartenpackung kaufen möchte hier, dann steht sogar, es sind 5 Hearthstone-Karten, in dem Fall Retter von Uldum, weil das ist das Solo-Abenteuer-Add-on hier gerade, was aktuell ist. Hier wäre es Verschwörung der Schatten und hier Rastakans Rambazamba. Das ändert sich natürlich. Insgesamt gibt es ja 3 Erweiterungen pro Jahr, 2 oder 3. Und dementsprechend ist das immer aktuell anders bei euch. Aber wie gesagt, es sind 5 Hearthstone-Karten drin. Mindestens eine davon ist seltener oder besser in der Qualität. Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen glückabhängig. Hängt ganz stark davon ab, was man halt für ein Glück hat. Ich kann ja jetzt hier einfach mal eine Packung kaufen, um euch das zu demonstrieren. So, jetzt habe ich hier eine Packung gekauft. Und wenn man die quasi hier entweder mit der Maus rüberzieht oder mit der Leertaste, kann man die aufmachen. Das hier sind die 5 Packungen. Ja, und ich habe jetzt hier tatsächlich Glück, denn man sieht schon, wenn man mit der Maus drüber fährt, wer sich das spoilern lassen möchte, was das für eine Karte ist. Also ich habe jetzt hier in dem Fall 3 gewöhnliche Karten. Das sieht man an diesem weißen Punkt hier in der Mitte. Und die ist sogar golden und gewöhnlich, das heißt, die ist halt von seltener, ist eine seltenere Karte. Ist aber im Prinzip dasselbe, auch ohne goldenen Rahmen. So, jetzt habe ich hier eine blaue, eine seltene Karte, das sieht man auch wieder hier an dem Stein, wird aber auch gesagt, wenn man die öffnet. Und eine epische Karte. Ja, also hatte ich hier in meinem Fall Glück, denn es ist mindestens eine dabei, die ist selten oder höher. Ja, jetzt habe ich hier quasi 2 dabei, die höher sind. Also es ist schon okay. Aber wen das jetzt genauer interessiert, das würde den Rahmen sprengen. Da gibt es auch Statistiken, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist etc. So, für die das jetzt interessiert, was ich gerade gemacht habe. Meine Sammlung ist schon sehr fortgeschritten. Das heißt, ich habe die meisten Karten schon.
Und ich habe irgendwann entschieden, mich von den goldenen Karten zu trennen, von diesen hier mit den goldenen Rahmen. Denn wie eben schon gesagt, das ist nur ein Schönheitsfaktor. Dadurch ist die Karte hier animiert. Das bringt einem aber keinerlei Vorteil im Spiel. Und für mich persönlich war es immer wichtiger, Hauptsache, ich habe alle Karten irgendwann. Aber ob die jetzt animiert sind oder nicht, ist mir persönlich egal. Hauptsache, ich habe einen großen Kartenpool, worauf ich zurückgreifen kann. Ja, es kann jeder für sich selber persönlich entscheiden. Es gibt natürlich auch goldene Karten, die man nicht entzaubern kann. Die kriegt man halt, die verdient man sich halt durch das Level des jeweiligen Helden. Aber da bin ich schon ein bisschen zu weit gegangen. Gehen wir nochmal zurück. Genau, Sammelkartenspiel aus dem Hause Blizzard. Karten kann man sich erspielen oder halt von Echtgeld kaufen. Und da sind wir schon beim nächsten Thema, nämlich Währungen. Es gibt in dem Game hier die Hauptwährung. Da gehe ich mal ein bisschen hier, roll hier mal einfach auf Seite. Ja, mein Mikrofon-Popschutz ist noch so ein bisschen davor, aber ich glaube, man kann es sehen. Unten rechts befindet sich eure Goldanzeige. Da könnt ihr quasi sehen, wie viel Gold ihr aktuell erspielt habt. Und in meinem Fall sind das 1215. Hier, ich rutsche nochmal auf Seite für euch. 1215 Gold. Und mit diesem Gold kann man ein paar Dinge anstellen. Unter anderem das, was ich euch eben schon gezeigt habe, kann man hier für 100 Gold eine Packung holen. Man kann auch hier einen Doppelklick drauf machen. Dann kann ich sagen, ja, ich habe 12.000 Gold. Das heißt, ich kann 12 Packungen kaufen. Mache ich jetzt nicht, ne? Aber theoretisch könnte man das. Und dann kann man hier auch, was weiß ich, ich möchte 5 Packungen holen, sind 500 Gold etc. Ja, oder halt wie gesagt von Echtgeld. Je mehr Packungen man holt, ich meine, man sieht das hier schon, je mehr Packungen man holt, desto günstiger wird es in der Regel. Ja, so mal als Vorabinformation. Aber von dem Gold kann man auch andere Sachen machen, nämlich unter anderem auch ein Arena-Spiel kaufen. Arena ist, ja. Jetzt auch ein bisschen schon vorweggenommen. Arena ist quasi ein Spielmodus. Boah, wie erklärt man das? Wo einem. Nee, das geht zu weit. Das ist zu kompliziert. Also, das ist jetzt erstmal zu kompliziert für euch. Ich würde sagen, wie mache ich weiter? Wie mache ich weiter? Sammlung. Sammlung. Fangen wir erstmal mit der Sammlung an. Ich habe ja gesagt, hier Sammelkartenspiel. Da könnt ihr euch auch mal anschauen, wie das bei euch so aussieht. Ihr geht hier in die Sammlung rein. Dann habt ihr unten links einen Button. Da könnt ihr schon mal so ein bisschen auswählen. Okay, Standardkarten sind die Karten, die ihr im Standardmodus spielen könnt. Alle Karten, das wäre quasi der wilde Modus. In diesem Modus sind auch ganz alte Kartensets zugänglich. Für einen Neuling, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der wilde Modus nicht so sehr zu empfehlen, ehrlich gesagt, weil im wilden Modus tummeln sich meistens die Leute, die schon sehr, sehr lange Hearthstone spielen und dementsprechend auch noch die ganz alten Karten haben, die ganz alten Karten besitzen. Und wenn ihr jetzt ganz neu im Spiel seid, dann fehlen euch natürlich alle Karten. Klar, ihr seid gerade erst neu im Spiel und da macht es natürlich durchaus Sinn, erstmal im Standardmodus zu beginnen. Ist natürlich auch nur so ein Tipp von mir. Ihr könnt das natürlich machen, wie ihr wollt. Wenn ihr sagt, nee, ich will von Anfang an Wild sein, bitte, ne? Ich halte euch nicht auf. Macht, was ihr wollt, dann spielt Wild. Ist halt nur mein Tipp, denn im Standardmodus habt ihr weniger Funktionen. Also die Karten, die overwhelmen euch nicht so krass. Ihr habt nicht so mega viele Karten, die ihr kennen müsst. So viele Kombinationen, die ihr kennen müsst. Und ja, Standardmodus hat halt Zugriff auf die letzten drei Add-ons. Da möchte ich jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall von den aktuellen Kartensets. Die werden da gespielt. Jo, und dann könnt ihr natürlich noch in die einzelnen Sets reingehen. Ich sehe gerade, hier steht auch Standard-Sets sind hier Uldum, Schatten, Rastakans Rambazamba, Dr. Bumm, Hexenwald und Klassik. Eben ein bisschen Quatsch erzählt. Wilde Sets sind halt alle anderen, ne?
Es ist halt mittlerweile schon eine richtige Menge. Aber lasst euch davon nicht abschrecken, ne? Ich persönlich finde ja, dadurch, dass sich die Kartenanzahl und Kartenmenge jedes Jahr in Hearthstone erhöht, wird das Spiel natürlich auch viel interessanter, viel abwechslungsreicher und meiner Meinung nach schöner. So viel zu dem Button. Dann kann man hier sich natürlich, hat man die Mana-Leiste, die kennt man auch vom Spiel. Und hier hat man noch ein Suchfenster, da kann man jetzt alles Mögliche eingeben. Wenn man jetzt hier einen Namen von irgendwas sucht, wie hier Eichhorn, ja, dann findet man, wenn man jetzt eine bestimmte Karte sucht, kann man die so schneller finden. Herstellungsmodus, auch selbsterklärend, da kann man Karten herstellen oder entzaubern. Herstellen, entzaubern. Und also wenn man jetzt unbedingt eine haben möchte. Aber auch da empfehle ich euch für den Anfang, craftet euch erstmal keine Karten. Ne? Auch da kann jeder machen, wie er möchte, aber ich empfehle euch, gebt euer Staub nicht aus. Ich meine, bei mir sieht es so aus, ich habe relativ viel. Aber wenn ihr anfangt mit dem Spiel, ihr habt noch nicht wirklich die Ahnung von den Karten. Ihr wisst noch nicht wirklich, okay, welche Karte ist cool, welche ist nicht cool. Und vor allem, wenn ein neues Abenteuer in Hearthstone rauskommt, ein neues Add-on, dann ist die Meta komplett frisch. Selbst die großen YouTuber und Streamer, die Videos machen, die wissen noch nicht wirklich, okay, was wird sich etablieren. Was ist wirklich gut, welche Kombination ist nicht so gut, etc. Und wenn ihr dann natürlich euer hart verdienten Punkte hier, Staub ist nämlich die zweite Währung, ausgebt für Karten, die in 2 Wochen, wo ihr dann feststellt oder nach einer Woche, ah, das war doch nicht so gut, dass ich die jetzt hergestellt habe, dann macht ihr einen richtig hohen Verlust und deswegen würde ich da schon gut überlegen, was ihr herstellt und ja, welche Karten ihr wirklich braucht und welche nicht. Sprengt aber auch schon wieder den Rahmen für meinen absoluten Beginner-Guide. Mir war halt nur wichtig, dass ich das auf jeden Fall hier in dem Video auch mit sage, mit reinpacke. Denn da machen viele Leute Fehler und sind dann auch frustriert. Deswegen schön gut überlegen, was sich lohnt und was sich nicht lohnt. Da gibt es auch genügend Informationsquellen. Ich persönlich werde darüber auch noch ein Video machen. Es gibt auch viele schöne Low-Budget-Decks, wo man nicht so viel Gold, Geld oder Staub investieren muss und trotzdem einen relativ hohen Erfolg in der Ladder hat. Jo, so viel erstmal zur Sammlung. Hier rechts kann man sich ein Deck erstellen. Man klickt auf neues Deck. Hier oben rechts kann man erstmal auswählen, ob Standard oder Wild. Ist aber auch mehr oder weniger selbsterklärend. Ihr wählt euch eine Klasse aus. Auch da, ne, spielt am Anfang erstmal, worauf ihr Bock habt. Ne, spielt nicht das, was euer Kumpel euch rät, was ich oder sonst wer euch rät. Hearthstone geht auch 90% der Fälle um Spaß, sage ich jetzt mal. Entschuldigung. Und da macht es halt Sinn, dass ihr auch die spielt, worauf ihr Lust habt. Wenn ihr jetzt Bock auf einen Magier habt, spielt einen Magier. Wenn ihr Bock auf einen Druiden habt, spielt einen Druiden oder Jäger. Jede Klasse hat so Vor- und Nachteile und jede Klasse hat individuelle Karten und es gibt Karten, die alle verwenden können. Auch das kann man hier in der Sammlung sehen. Hier oben sind ja die Reiter, Druide, Jäger, Magier. Das sind die Karten, die nur in dem Fall der Priester spielen kann. Das hier sind jetzt zum Beispiel nur die Karten, die der Schamane spielen kann und so weiter. Und das hier hinten, das sind die Karten, die alle Klassen spielen können. Ja, ein Kartenset, wenn ich jetzt hier ein neues Deck erstelle und sagen wir mal, ich nehme jetzt einen Druiden, dann habe ich hier schon mal meine Deckformel, Decks, die ich auswählen kann. Die sind vom Blizzard quasi vorgegeben. Das heißt, würde ich euch auch auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr neu seid und dann steht hier unten auch 30 von 30 Karten in meinem Fall. Also ich habe jetzt alle, dementsprechend kann ich hier aussuchen, was ich spiele. Aber wenn ihr hier zum Beispiel nur 20 davon habt oder hier nur 15 davon, dann sucht euch am besten das Deck aus, was fast komplett ist. Und dann sind die hier rechts in der Leiste ausgegraut und dann könnt ihr einzelne Karten tauschen.
Das ist dann zwar nicht optimal, aber für den Anfang schon mal etwas. Ne? Ihr habt hier aber auch die Option, ein eigenes Deck zu erstellen, aber auch da, das ist wieder so komplex, ist schon wieder ein eigenes Video wert. Da möchte ich nur ganz grob was zu sagen. Ihr klickt halt dann auf eigenes Deck. Hier oben klickt ihr rein, könnt ihm einen Namen geben, was weiß ich hier. Lins erstes Deck. So. Ne? Und dann habt ihr 30 Karten, die ihr da reinpacken könnt. Das seht ihr hier neben meinem Gesicht. Hier so. Ne, da so. Da. 0 von 30 Karten, die ihr hier reinstecken könnt. Und wie gesagt, das würde jetzt für einen Anfängerguide erstmal den Rahmen komplett sprengen. Aber dann könnt ihr hier quasi so viele Karten reinpacken, bis die 30 voll sind. Das muss natürlich auch Sinn ergeben. Und da ist der Kasus Knasus Knactus. Man hat hier quasi volle kreative Möglichkeiten, sich sein Deck zusammenzustellen. Es muss halt, wie gesagt, nur Sinn ergeben. Das ist so der Knackpunkt. Klar, ich kann hier auch einfach YOLO irgendwas reinpacken, bis das die 30 voll ist. Aber ihr werdet schnell feststellen, dass man damit nur semi-großen Erfolg haben wird. Und gerade Thema Deckbau ist eine Wissenschaft für sich. Es gibt ganz viele Pro-Gamer, die richtig, richtig gute Decks designen. Und das sind dann auch die Meta-Decks, die sich in der Ladder durchschlagen quasi und die irgendwann dann jeder spielt. Ne? Das wird dann publik. Die Leute posten ihre Decks, womit sie Legend geworden sind, womit sie High Rank geworden sind. Und dann könnt ihr das natürlich auch kopieren und selber nachspielen. Aber davon rate ich euch insbesondere am Anfang komplett ab. Auf gar keinen Fall machen. Ihr müsst erstmal Spaß daran haben und das Spiel kennenlernen. Wenn ihr von Anfang an irgendein Pro-Gamer-Deck kopiert, ihr gebt mega viel Dust aus, Geld aus, Staub aus, spielt ein Deck, das ihr eventuell, was jetzt nicht so einsteigerfreundlich ist, sage ich jetzt mal, nur weil euch irgendwer erzählt hat, das Deck ist stark, hängt ihr hinterher da und seid unglücklich damit und habt sehr viel Geld umsonst ausgegeben, weil ihr damit nicht klarkommt. Erstmal mit einfachen Decks anfangen, mit günstigen Decks anfangen und dann ein bisschen hocharbeiten. Ist so mein Tipp an der Stelle. Jo, und wenn das Deck dann fertig ist, dann erscheint das hier in der Liste. Und ihr könnt bis zu 18 Decks erstellen mittlerweile. Das war in Hearthstone auch nicht immer so, aber wir wollen jetzt nicht über die Vergangenheit reden. Wir können hier 18 Decks erstellen. Das ist auf jeden Fall eine Menge. Da könnt ihr euch erstmal komplett austoben und alles Mögliche ausprobieren. So, der wichtigste Modus ist für euch aber am Anfang Solo-Abenteuer. Ihr steigt ins Spiel ein, habt vielleicht schon die erste Kampagnen-Einsteiger-Gedönsi gespielt und dann landet ihr vermutlich auf diesem Screen und geht erstmal in Solo-Abenteuer rein. Dann gibt es hier den Modus Üben, ja. Und da kann ich euch auch nur empfehlen, geht am Anfang in den Üben-Modus rein, nicht auf Profi, normal. Und dann werdet ihr am Anfang vermutlich sowieso nur den Mage spielen können, den Magier. Und dann wählt ihr den quasi aus, den Magier, und könnt euch hier dann euren Gegner aussuchen. Habt das ewig nicht mehr gemacht. Genau, ja, meine Decks sind jetzt nicht so vorzeigefreudig. Ich mach mal kurz ein anderes Deck, wie ich euch das mal ein bisschen besser demonstrieren kann. Ich nehme den Magier hier, ich nehme mal den klassischen Magier, ne? Wollen wir es nicht zu kompliziert machen. Wählen, fertig. Oh, ich habe jetzt hier den klassischen Magier im Standard, als Standarddeck erstellt. Und damit steige ich jetzt hier im Solo-Abenteuer-Modus normal ein. Klassischer Magier spielen. So. Und hier auch ein kleiner Tipp am Rande. Ich habe es leider nicht mehr ganz genau im Kopf. Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass es hier versteckte Questziele gibt mit versteckten Goldbelohnungen. Ja. Ganz wichtig. Nicht nur zur Übung,
sondern auch, weil es da meiner Meinung nach Goldbelohnungen für gibt. Das müsste ich eigentlich nochmal für euch recherchieren, mache ich nochmal ein extra Video zu. Ich meine mich aber erinnern zu können, dass es hier Goldbelohnungen gibt. Außerdem wollt ihr sowieso auch die anderen Klassen spielbar freischalten. Und da ist mein Tipp an euch: Nehmt den Magier und spielt einmal gegen jede einzelne Klasse hier. Das heißt einmal Mage gegen Mage, das machen wir jetzt mal. Im Spiel kann ich euch das noch ein bisschen besser erklären, wie die Karten funktionieren. So startet ihr im Spiel. In meinem Fall starte ich mit 4 Karten. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man mit 3 Karten startet und dann gibt es noch einen Coin. Für den Anfang macht es auf jeden Fall Sinn. Ihr wisst ja, ihr startet, habt 1 Mana, dann habt ihr 2 Mana, 3 Mana, 4 Mana und das wird mit jedem Zug mehr. Und dann macht es natürlich keinen Sinn, hier den Erzmagier Antonidas auf der Starthand zu halten, obwohl es eine legendäre Karte ist. Der Antonidas ist natürlich auch sehr mächtig. Er haltet jedes Mal einen Feuerball auf die Hand, wenn ihr einen Zauber wirkt. Ja, ist natürlich eine super mächtige Karte. Trotzdem macht es keinen Sinn, den auf der Starthand zu behalten, weil bis ich den spielen kann, vergehen 7 Züge. Und man möchte den ja auch nicht alleine spielen. Man spielt den vielleicht in Kombination mit Arkane Geschosse oder whatever. Ne? Und dementsprechend ist das schon klug, den zu x'en. Einmal linke Maustaste drauf, genau wie bei dem. Und dann würde ich jetzt in dem Fall nur die beiden Karten behalten, weil die anderen beiden zu teuer sind. Nur mal so als Vorab-Basic, ne? Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ja, wie gesagt, ich starte mit 4 Karten und einem Coin. Liegt daran, weil mein Gegner beginnt. Und das ist halt balance-technisch so einfach sinnvoller, dass der als zweites dran ist, noch einen Coin bekommt und eine zusätzliche Karte. Nehmt es einfach mal so hin. Ja, wie gesagt, man sieht auch hier oben beim Gegner, er hat jetzt 2 Mana gehabt und hat für seine 2 Mana mit der Hero Power, also ein Feuerschlag, Heldenfähigkeit, verursacht einen Schaden, mir ins Gesicht gehauen. Das könnte ich jetzt hier auch machen. Also anklicken und ein Ziel auswählen. Der Magier hat das als Fähigkeit. Das heißt, ich kann mit der Heldenfähigkeit mir hier irgendwas abballern für einen Schaden. Macht aber jetzt in meinem Fall keinen Sinn, denn ich habe noch viele andere coole Karten auf der Hand, die in dem Fall effektiver wären. Unter anderem Mana-Wurm. Den spiele ich jetzt, weil der hat den coolen Effekt. Er kostet 2 Mana. Erstmal zu den Stats. Ne? Das sieht man oben links auf der Karte, die Mana-Kosten. Unten links sieht man, was die Karte für einen Schaden macht, wenn sie angreift. Es ist ja ein Diener, ein Minion, was ich jetzt gerade hier auf das Spielbrett gelegt habe. Und der hat quasi einen Angriff und 3 Verteidigung. Also wenn man so will, er kann 3 Schaden einstecken, dann fällt er um. Also wenn er nur 2 Schaden kriegt, würde er quasi noch leben. Mit einem Lebenspunkt und er macht selber einen Angriff. Er hält jedes Mal einen Angriff, wenn ihr einen Zauber wirkt. Das können wir auch direkt mal machen, denn ich habe ja den Coin auf der Hand. Und da ist schon der erste kleine Trick, denn die Münze zählt auch als Zauber. Und das seht ihr auch wenn es sehr weit unten ist, aber unter der Karte seht ihr auch immer, was es ist. Ne? Jetzt steht hier: Münze kostet 0 Mana, also obwohl wir schon unsere 2 Mana ausgegeben haben, können wir es spielen. Heißt die Münze erhaltet 1 Mana-Kristall nur für diesen Zug und darunter steht Zauber. Jetzt haben wir einen Zauber gewirkt, der hat einen Angriff mehr bekommen, weil das der Effekt des Mana-Wurms ist. Und jetzt spiele ich hier noch einen Zauber. Spiegelbild, ruf 2 Diener 0-2 mit Spott herbei. Dadurch war mein 2-Mana-Turn jetzt ziemlich mächtig. Ich habe einen Minion gespielt für 2 Mana, habe einen Coin gemacht und hier die Spiegelbilder aufs Brett gebracht. Und habe quasi, man sieht es auch hier im Verlauf, 1, 2, 3 Karten gespielt im 2-Mana-Zug. Und den Wurm
habe ich zweimal aufgepumpt mit Angriff. Das heißt, jetzt ist der Mana-Wurm schon 3-3. Ne? Ist jetzt schon eine Bedrohung. Und ich habe hier noch zwei Spots. Spots ist die nächste Fähigkeit. Das heißt, wenn der Gegner jetzt hier Minions liegen hätte, müsste er erst die Spot-Diener kaputt machen, bevor er andere Diener oder mich als Helden töten kann. Held, auch das nächste Stichpunkt. Wir haben als Held 30 Lebenspunkte und man hat das Spiel verloren, wenn der Held tot ist. Also egal was passiert, hier sind auch die Kartenstapel. Das Spiel ist verloren oder gewonnen, wenn ihr diese 30, wenn die auf 0 stehen. Das heißt, Sinn des Spiels ist, den Gegner, der hier 30 Leben hat, möglichst schnell wegzuhauen. Wenn ihr fertig seid mit eurem Turn, drückt ihr hier auf Fertig. So, der Gegner hat hier Arkane Explosion gespielt und dazu noch ein Arkane Geschosse und hat meine zwei Spottdiener dabei kaputt gemacht. Habe ich ehrlich gesagt auch ein bisschen Glück gehabt, denn mein Mana-Wurm, den ich jetzt schon so mühsam aufgepumpt habe, der lebt noch. Und jetzt geht es ein bisschen los, wo man überlegen muss. Vorher war es ja schon einfach, aber jetzt hat man verschiedene Optionen. Ich könnte mit der Heldenfähigkeit ins Gesicht hauen. Ich könnte hier das Geheimnis spielen. Spiegelgestalt, Geheimnis. Nachdem euer Gegner einen Diener ausgespielt habt, ruft ihr eine Kopie davon herbei. Ist auch ziemlich cool, muss man aber so ein bisschen darauf spekulieren, dass der Gegner auch im nächsten Turn einen hohen Diener spielt, wo es sich lohnt, den zu kopieren. Bei 4 Mana, was er im nächsten Turn hat, ist es so ein bisschen fraglich, ob sich das jetzt schon lohnt. Im besten Fall spielt er ein 4-Mana-Minion, das heißt, ich habe 3 Mana ausgegeben für ein 4-Mana-Minion. So muss man dann auch immer so ein bisschen überlegen oder kann man überlegen. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Dann wäre die Option, den hier zu spielen. Kampfschrei zerstört die Waffe eures Gegners für 2 Mana und er hat die Werte 3 Angriff und 2 Verteidigung. Ja, würde jetzt in dem Fall sogar ein bisschen Sinn machen, denn ich weiß ja, dass der Magier gar keine Waffen hat, normalerweise. Ne? Später hat der Magier auch Waffen, aber jetzt hier gerade hat der Magier keine. Deswegen wäre es jetzt nicht schlimm, wenn ich den Kampfschrei verschwende, in Anführungszeichen, weil ich ja weiß, dass der Magier keine Waffen spielt. Kampfschrei ist ein zusätzlicher Effekt, der eintritt, wenn ich die Karte spiele. Dann ist das quasi der sofortige Kampfschrei-Effekt. Eine weitere Option wäre, ich spiele den zweiten Wurm und hau arkane Geschosse hinterher. Verursacht 3 Schaden, der zufällig verteilt wird. Das heißt, ich mache ihm 3 ins Gesicht. Und ich pumpe beide Würmer auf. Wäre auch eine schöne Option. Andererseits hätte ich den Zauber dann verschwendet für den Fall, dass er einen Diener spielt und ich den damit kaputt machen möchte. Ne? Es wird ja zufällig auf alle Feinde verteilt. Da muss man immer so ein bisschen spekulieren. Ich denke, das macht die Erfahrung. Und man darf bei aller Statistik und so weiter auch nicht vergessen, dass es ein Kartenspiel ist. Und wie bei allen Kartenspielen ist auch immer ein bisschen Glück mit im Spiel. Ne? Hinterher ist man immer schlauer. Und gerade wenn man Freunde hat, die zusehen, oder wenn man wie ich Hearthstone-Videos macht, dann klar, ne? Man guckt sich das hinterher an und denkt, ah ja, hätte das mal so, hätte Fahrradkette, ne? Hinterher, wie gesagt, ist man immer schlauer. Ja, es macht schon durchaus Sinn, seinen Zug zu überlegen, okay, was habe ich für Optionen? Was macht jetzt am meisten Sinn? Aber man braucht jetzt auch keine Mega-Wissenschaft zu machen. Zumal im richtigen Spiel gegen echte Leute läuft auch die Zeit ab. Dann habt ihr hier so eine Lunte, die abbrennt. Und wenn die vorbei ist, dann ist vorbei. Ja, man muss jetzt auch keine Mega-Wissenschaft daraus machen. Es soll ja auch Spaß machen. Ich persönlich entscheide mich jetzt, glaube ich, mal dafür, den Mana-Wurm zu spielen. Und die arkanen Geschosse. Das fühlt sich jetzt für mich einfach besser an. So, jetzt habe ich nämlich beide Würmchen hochgepumpt, habe ihm durch die Arkanengeschosse 3 Schaden ins Gesicht gemacht
und greife nochmal mit dem Wurm an. Das heißt, er ist bei 23 Leben runter. Ich bin auf 28. Und für 4 Mana macht er eine Verwandlung auf einen Mana-Wurm. Das ist auf jeden Fall super, super gut für mich gelaufen. Auch so, als kleiner Tipp, ob etwas gut oder schlecht war, Ausnahmen bestätigen die Regel. Nur, er hat jetzt 4 Mana ausgegeben. Sieht man ja, die Verwandlung kostet 4 Mana. Um einen 2-Mana-Mana-Wurm auszuschalten. Und die Verwandlung, man kann ja jede Karte nur maximal 2-mal im Deck haben, der 30 Karten hier. Das heißt, er hat eine sehr starke Karte, irgendeinen Diener zu verwandeln als 1-1-Kreatur, ausgegeben, um einen Mana-Wurm von mir kaputt zu machen. Und er konnte den ganzen Turn nichts anderes tun als das. Hat quasi seine kompletten 4 Mana ausgegeben, um einen Wurm von mir zu verwandeln. Und ja, das tut mir natürlich weh, klar. Weil ich habe mir Mühe gegeben, den aufzupumpen. Aber es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm. Denn er hat mehr Mana ausgegeben als ich. So, und das spielt dann auch hinterher eine Rolle. Und jetzt, finde ich, ist ein guter Zeitpunkt für die Spiegelgestalt. Erstmal pumpe ich meinen Wurm wieder auf. Und für 5 Mana könnte schon wieder was Dickeres rauskommen. Dann hätte ich 3 Mana ausgegeben, um einen 5 Mana Minion zu bekommen. Gut. Ne? Da haben wir es schon wieder. In dem Fall hat es sich natürlich nicht gelohnt. Ne? In dem Fall hat es sich überhaupt nicht gelohnt. Und da auch, was das Thema Geheimnisse abchecken angeht, hat der Gegner, also der Computergegner, die KI, der Gastwirt, Name steht ja immer hier oben, sehr, sehr gut gemacht an der Stelle. Er hat einen 1-Mana-Murloc gespielt. Für 1-Mana-Murloc-Räuber, 2 Angriff, 1 Verteidigung. Und hat meine Spiegelgestalt ausgelöst. Das heißt, ich habe 3 Mana ausgegeben für so einen kleinen für so einen Murloc-Räuber. Ja, hat sich jetzt nicht gelohnt, ne? Hat sich jetzt überhaupt nicht gelohnt. Und jetzt beginnt aber auch so ein kleiner Kampf hier auf dem Board. Also wir haben jetzt auch schon wieder mehrere Optionen, was wir machen können. Wir wählen, also grün sieht man, dass der noch kämpfen kann. Wir können jetzt mit dem Murloc-Räuber den anderen Murloc-Räuber kaputt machen. Am Todesschädel sieht man, dass beide sterben würden. Macht auch Sinn, weil der hat 2 Angriff und 1 Verteidigung hat der Gegner. Das heißt, ja, der macht den kaputt. Der macht aber auch den kaputt. Ja, wenn ich jetzt den Mana-Wurm nehmen würde, sieht man, der Mana-Wurm würde diesen Kampf überleben. In dem Fall, weil der 2 Angriff hat hier, der Murloc-Räuber, der gegnerische, macht er meinem Mana-Wurm 2 Schaden. Und nach diesem Kampf würde mein Mana-Wurm die Stats haben 3-1. Also 3 Angriff, 1 Verteidigung, weil der nach diesem Kampf halt diese 2 Schaden bekommt. So, und da muss man natürlich auch schon wieder so ein bisschen überlegen. Das macht auch, wie gesagt, die Spielerfahrung. Okay, was machen wir hier? Im Großen und Ganzen ist halt wichtig, den Gegner zu besiegen. Aber wenn ich jetzt mit denen ins Gesicht hauen würde, würde der Gegner ein immer größeres Board aufbauen und könnte die besseren Trades machen. Ne? Jetzt zu viele Worte, aber im Prinzip gewinnt halt der den Gegner zuerst kaputt macht, das ist klar. Aber es gewinnt auch der, der die Board Control hat. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber im Prinzip, wer mehr Diener, wer mehr Minions auf dem Brett hat, kann nach hinten raus natürlich auch viel mehr das Spiel kontrollieren und den Gegner kaputt machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier ins Gesicht haue mit den beiden, hat er natürlich die Freiheit zu überlegen, okay, wie hau ich hier am sinnvollsten drauf. Und da muss man halt überlegen, okay, wie macht man das jetzt am besten? In meinem Fall mache ich jetzt hier meine Heldenfähigkeit und mache 1 Schaden da drauf. Dadurch ist der 2-1er Murloc-Räuber gestorben. So, und mit dem hau ich ins Gesicht, weil ich mir denke, ja gut, der macht 2 Angriff, wenn ich da, ist ja nicht nötig. Ne? Der hat ja nur ein Leben. So, und jetzt spiele ich den noch hinterher. Auch da muss man so ein bisschen überlegen, Kartenmanagement.
Ja, jetzt sieht man, er hat mit der Heldenfähigkeit auf meinen 3-2er und mit dem 1-1er drauf. Hat er natürlich schön gemacht, keine Frage. Ja, und auch jetzt muss man ein bisschen überlegen. Ich spiele jetzt arkane Geschosse. Guck mal, wie das hier ausgeht. Jetzt könnte ich natürlich, hier ist ja ein bisschen Mathe, ne? Wobei Mathe ist es nicht wirklich, es ist halt Rechnen, sagen wir mal so. Jetzt könnte ich mit der Heldenfähigkeit hier drauf gehen. Dann hätte er nur noch 4 Leben und dann mit meinem 4-3er drauf. Ich denke, das mache ich auch so. Zack, zack und zack. Und den spiele ich auch noch hinterher. Was glotzt denn so? Oha. Ja. Jetzt spielt er natürlich richtig dicke Dinger. 6 Angriff, 7 Verteidigung und wie gerufen zieh ich meine Verwandlung. Für solche Sachen ist die Verwandlung da, weil der ist schon so heftig, da müsste ich mit dem 4-1er drauf gehen. 4, 5, 6, 7 hat er noch 3 Leben. Das heißt, ich müsste mit dem drauf und mit dem drauf, um den kaputt zu machen. Wollen wir nicht. Machen wir es lieber so. Jetzt ist das ein 1-1er Schaf. Mit der Heldenfähigkeit kann ich den noch wegmachen. Aber jetzt hat der Gegner nur noch 11 Leben. Das heißt, so langsam können wir auch schon mal rechnen, ob Liesel ist, ob wir den nicht langsam kaputt kriegen. Ne? Also nicht übereifrig hier den Murloc-Räuber kaputt machen mit der Heldenfähigkeit, weil man denkt, ach ja, das sieht ja gut aus. Weil der Mana-Wurm hat 5. Der hier hat 3. Der hier hat 2. Und es fehlt genau ein Schaden. So. Ja, ich hoffe, ich konnte das einigermaßen verständlich erklären. Ja, ich mache jetzt einfach mal als Kontrast als nächsten Gegner den Krieger. Auch da schon wieder Starthand überlegen. Ich tue die Verwandlung weg, weil die brauche ich am Anfang nicht. Ne? Am Anfang spielt der Gegner eh ganz kleine Diener nur, wie wir selber auch. Da braucht man keine Verwandlung auf der Starthand. Ausnahmen bestätigen die Regel später, wenn je nachdem in der Meta irgendwelche anderen Sachen los sind. Ich grüße Aber es geht euch. ja auch hier um die Basics. Mit Rechtsklick auf einem Helden könnt ihr übrigens Emotes machen. Ihr könnt aber auch die Emotes bei eurem Gegner, also jetzt in dem Fall nicht, weil es KI ist, aber die Emotes ausstellen, falls euch das stören sollte. Ja, ansonsten, wie gesagt, habe ich schon erklärt, hier links ist der Verlauf. Da könnt ihr sehen, was der Gegner im letzten Zug gemacht hat, falls ihr irgendwie auf dem Desktop wart oder so. Hier sieht man die zwei Nachziehstapel. Ja, jetzt habe ich zwei Mana und ich glaube, ich spiele die. Eure Zauber kosten ein weniger. Und dann kann ich nämlich noch ein Spiegelbild hinterherhauen. So. Mein Coin. Auch den Coin, ne? Da muss man überlegen, okay, wann spielt man denn den Coin? Wann macht es Sinn? Immer so ein bisschen auf Mana gucken und auch schon mal überlegen, okay, was spiele ich denn dann im nächsten Turn? Jetzt habe ich zum Beispiel drei Mana. Ich kann im Prinzip nichts machen. Klar, ich kann das hier spielen. Arkane Geschosse, ich kann auch das zweite Spiegelbild spielen, aber ich möchte mir die in dem Fall ein bisschen aufheben. Weil was bringen mir noch zwei Spots hier auf dem Feld? Eigentlich gar nichts. Ne? Das bringt mir gar nichts, weil die haben keinen Angriff, die sind nur dafür da, um mich zu verteidigen. Und da habe ich zwei, wo er erstmal durch muss. Und wenn er ein Board Clear spielt, dann gehen die mit unter. Ne? Das wäre halt totale Verschwendung. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal so und mache nichts. Ich hätte auch Coin Wasserelementar machen können. Aber da habe ich mich persönlich jetzt einfach anders entschieden. Okay. Jetzt haben wir auch schon wieder mehrere Optionen. Ich entscheide mich hier an der Stelle, den kleinen Drachen wegzumachen. Mit ihr wieder ins Gesicht zu hauen und sonst nichts zu tun. Das Dingo! Ja!
auch da, ich rate euch auch so ein bisschen davon ab, direkt alle Karten, nur weil ihr Mana habt, alles rauszuballern. Das führt dann dazu, dass ihr irgendwann gar keine Karten mehr auf der Hand habt und dann verliert ihr das Spiel auch, weil ihr halt auf nichts mehr reagieren könnt. So, und das ist jetzt auch eine schwierige Entscheidung. Ich könnte Coin Flamestrike machen, fügt allen feindlichen Dienern 4 Schaden zu. Nur leider würde der das überleben mit 1. Und das macht dann keinen Sinn. Habe ich einen Coin ausgegeben, habe einen Flamestrike ausgegeben, muss die trotzdem opfern, um da durchzukommen. Denn, ihr seht, jetzt hat mein Gegner einen Spot gespielt und ich kann ihm nicht ins Gesicht hauen, ich kann auch nicht da drauf hauen, ich muss auf den Spot gehen. So ähnlich wie mein Spot, der hier steht. Ja, schwierige Entscheidung. Ich denke, ich mache erstmal das hier. Spekuliere so ein bisschen darauf, dass der einmal getroffen wird. Oh, er wurde sogar zweimal getroffen. Wäre er nur einmal getroffen worden, hätte ich noch Coin Flamestrike hinterhergehauen. Tatsächlich glaube ich, kann ich das trotzdem tun. Ich könnte auch hier den Wasserelementar spielen oder die Spiegelgestalt oder den hier. Den Schlamm hebe ich mir allerdings auf, weil Kampfschrei zerstört die Waffe eures Gegners. Und ich weiß, dass der Krieger Waffen haben kann. Nicht muss, aber kann. Und deswegen behalte ich die auf der Hand und spekuliere das so ein bisschen drauf. Ja, viele Möglichkeiten. Ich mache jetzt einfach mal Coin Flamestrike. Hab damit beide Diener aus dem Weg geräumt und meine Zauberlehrling steht immer noch. Oh wow! 7 Angriff durch die Waffe, die er gespielt hat, in Kombination mit heldenhafter Stoß. Ja, und da kommt mein säurehaltiger Schlamm zum Einsatz. Obwohl die Waffe hier nur noch einmal angreifen kann. Das hier ist quasi die Haltbarkeit. 3-2er Waffe, das heißt, die macht 3 Angriff der Held. Und die Waffe hält für 2 Angriffe. Nichtsdestotrotz mache ich die jetzt kaputt. Und spiele meinen Wasserelementar. Und jetzt muss ich schon ein bisschen Angst haben, dass der Gegner am Board clear spielt. Ganz zu viele Diener sollte man auch nicht leichtfertig aufs Brett legen. Denn ihr habt ja eben gesehen, so ein Flamestrike macht an allen, die auf dem Feld sind, 4 Schaden. Und sowas kann der Krieger natürlich auch in etwas abgewandelter Form auch besitzen. Deswegen auch da immer so ein bisschen überlegen, okay, mache ich das jetzt oder nicht. Mit dem Schlamm auf den sterben beide, aber der Schlamm ist ein bisschen wertvoller mit 3 Angriff als der. Also wäre das ein nicht ganz so guter Trade. Das hier wäre noch schlimmer, weil die hat ja noch eine Fähigkeit, dass Zauber weniger kosten. Also das hier wäre das Schlimmste, was ich machen kann. Das gefällt mir auch nicht. Aber da würde mein Wasserelementar überleben. Ja, jetzt hat der statt 3-6, 3-4. Der ist aus dem Weg geräumt. Den mache ich mit dem Ping weg. Hab noch 5 Mana übrig. Ja, und da kann ich jetzt, glaube ich, eine Spiegelgestalt spielen. Und dann könnte ich auch überlegen, okay, 2-4er Minion liegt noch. Da müsste ich mit beiden drauf, das wäre eine Katastrophe, um den wegzumachen. Lohnt sich überhaupt nicht, ne? Ich glaube, das ist auch logisch, das macht auch Sinn, ne? Jetzt kann ich nur überlegen, okay, die beiden hauen in sein Gesicht, das steht außer Frage. Aber möchte ich die noch schützen mit einem Spiegelbild oder nicht? Das ist hier die Frage, ne? Ist jetzt so ein bisschen Spekulation. Ich glaube, ich mache es nicht. Weil er hat 4 Karten jetzt auf der Hand. Hinrichten, vernichteten, verletzten Diener. Okay, mein Wasserelementar ist weg. Da hat er einen sehr guten Trade gemacht für ihn. Spielt einen Murloc, den kriege ich dazu. Jetzt nicht so berauschend. Heldenhafter Stoß. Heldenfähigkeit hat er Rüstung. Und nimmt hier meinen Schlick weg. Ja. Ist für mich natürlich nicht so schön. Er hat jetzt 3 Viecher hier liegen, ich nur 1, aber man muss dazu sagen, meine Heldenfähigkeit kann einen wegnehmen. Und ich habe viel mehr Karten auf der Hand als mein Gegner. Das heißt, ich mache auch noch so. So, Spiegelgestalt und jetzt gehe ich auch noch das Spiegelbild her.
Weil ich mir denke, er hat nur eine Karte auf der Hand. Jetzt hat er die zweite gezogen. Genau. Da ist die Wahrscheinlichkeit. Also klar, ne? Man weiß es nicht. Aber da geht ihm so ein bisschen die Puste aus. Ne? Da kann man auch schon mal ruhig was riskieren. So, jetzt habe ich 9 Mana. Habe 3 Karten auf der Hand. Er hat hier ein 3-1er gespielt, könnte ich natürlich wunderbar wegpingen, würde Sinn machen. Aber er hat schon nur noch 15 Leben, 2 Rüstung. Rüstung ist wie Leben, also hat er quasi 17 Leben. Und wir haben einen Pyroschlag für 9 auf der Hand. Kostet normalerweise 10, aber wir haben ja Zauberlehrling. Dadurch können wir 10 Schaden verursachen, plus 3, plus 6 sind 16 Schaden. 16 Schaden können wir ihm machen. Und da können wir jetzt natürlich überlegen, ja okay, entweder wir spielen hier das Spiel weiter, machen hier den hier weg. Ja, traden den vielleicht noch weg. Wir könnten auch den Antoni das spielen. Oder. Oder wir hauen ihm einfach jetzt 16 Schaden ins Gesicht. Leider fehlt ein Damage. Das wäre natürlich super, wenn wir hier noch einen Ping hinterher setzen können. Geht aber mit den Mana-Kristallen nicht auf. So, ich gehe jetzt so ein bisschen all in. Ich denke mir, ich hau ihm hier 10 ins Gesicht hinein. Mach dann nochmal 6 Damage, 3 plus 3. Und jetzt hat er nur noch 1. Ist natürlich ein Risiko, weil jetzt kann er hier bessere Trades mit dem machen, den ich ja eigentlich for free hätte wegholen können. Also nur mit der Hero Power. War ein Risiko, aber ich wusste, er hat nur noch wenig Karten auf der Hand. Er hat wenig Möglichkeiten und dadurch ist mir der Sieg jetzt sicher. Ja. Auch da, probiert euch aus. Ich kann euch wie gesagt empfehlen, mit Magier erstmal alles hier durchzuspielen, jeden einzelnen. Dann lernt ihr auch mal alle Klassen kennen. Und wie gesagt, ich meine, wenn man alle besiegt, dann bekommt man auch irgendwie Goldbonus dazu. Das werde ich aber nochmal recherchieren, in einem extra Video behandeln. Ich werde auch Videos dazu machen, wie man einfach an Gold kommt und so weiter. Aber am Anfang, wie gesagt, erstmal hier alle Helden freispielen. Mit jedem Helden jeden anderen besiegen wäre so optimal, sage ich jetzt einfach mal. Gut, und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr natürlich auch im Shop ein paar Kartenpackungen holen. Oder auch andere Solo-Abenteuer holen, die es hier gibt. Es gibt ja jede Menge Abenteuer, die ihr spielen könnt. Da gibt es dann auch kleinere Belohnungen. Entschuldigung, wie auch immer. Und dann gibt es noch den Spielen-Modus. Da könnt ihr quasi in Wild und Standard, habe ich am Anfang schon mal erklärt, das sind ja die zwei Spielmodis. Einmal Standard-Modus, wo es nur die aktuellen Karten gibt. Oder der Wild-Modus, wo ihr Zugriff auf alle Karten habt. Dann könnt ihr jeweils hier noch auswählen, gewertet oder ungewertet, also quasi in der Rangliste oder ohne Rangliste. Und hier unten seht ihr dann auch, okay, welches Deck spiele ich gerade, welchen Helden, welches Deck. Die könnt ihr übrigens hier wieder mit einem Button in die Sammlung rein und in der Sammlung dann neue Decks hier erstellen. Ihr könnt da draufklicken, die jeweiligen Decks verändern, irgendwas rausnehmen, was anderes reinpacken, wie auch immer. Und die dann hier auswählen und in dem jeweiligen Modus spielen. Ja, so viel zum Spielen gewerteten Modus. Was aber auch noch für euch interessant sein könnte, wäre die Arena. Denn gerade wenn es darum geht, wie gesagt, Hearthstone Sammelkartenspiel, wir wollen, also es gibt mehrere, ja, wie formuliere ich das? Das Endgame vom Spiel sind verschiedene Dinge. Einmal ist das Ziel des Spiels, du willst deine Sammlung vervollständigen, du möchtest am liebsten alle Karten haben. Hier könnt ihr mal Failed eingeben und dann auf den Herstellungsmodus. Und dann könnt ihr auch sehen, okay, welche Karten fehlen mir überhaupt? Und welche muss ich noch herstellen? Wie gesagt, man kann von jeder 2 haben. Und dann hier herstellen oder entzaubern von dem Staub. Staub ist wie gesagt die Währung, die ihr bekommt, wenn ihr doppelte Karten entzaubert. Das ist so eine zusätzliche Währung neben dem Gold.
dass ihr quasi doppelte Karten auch verwenden könnt und verwursten könnt und davon andere Karten, die euch fehlen, kaufen bzw. herstellen könnt. Ja, und in diesem Modus könnt ihr dann auch sehen, welche Karten euch noch fehlen etc. pp. Und wie gesagt, Sinn des Spiels ist einmal, eure Sammlung zu vervollständigen. Das ist ein großer Sinn des Spiels. Auf der anderen Seite ist natürlich auch Sinn des Spiels in der Ladder hier, in der gewerteten Sache, gegen andere Spieler zu spielen und da möglichst weit hochzukommen in der Rangliste. Je höher die Zahl hier ist, desto schlechter, oder ja, schlechter kann man nicht sagen, aber desto niedriger seid ihr im Rang. Das heißt, hier im Wild, im wilden Modus bin ich Rang 9 und hier im Standardmodus bin ich Rang 20, also quasi Rang 50 oder was. Die haben das auch mal vor einem Jahr oder so erhöht. Auf jeden Fall, wenn ihr da eine große Zahl stehen habt, dann sind da eher so die Anfänger. Und wenn hier eine kleine Zahl steht, dann sind da eher so die guten Leute. Die spielen auch richtig gute Decks und die sind wahrscheinlich auch schon länger in Hearthstone unterwegs. Und quasi Rang 1 ist das höchste, was es gibt. Und Rang, keine Ahnung, 40 oder 50 oder wie weit es runtergeht, ist der niedrigste Rang. Wenn ihr Rang 1 übersteigt, dann kommt ihr auf den Legend-Rang. Ich persönlich muss zugeben, bis jetzt habe ich es leider noch nie auf Legend geschafft. Das ist so der Profi-Rang, da wo die richtig guten Hearthstone-Spieler sind. Und jede Saison, also jeden Monat, jede Season wird es resettet und du wirst quasi ein paar Ränge zurückversetzt und kannst es nochmal neu probieren. Ja, das ist einerseits ein bisschen lästig, wenn man sich wirklich Mühe gegeben hat, im Rang hochzukommen. Man hat viel gespielt und hat es dann endlich geschafft, auf Rang 1 zu kommen. Und dann 3-4 Tage später ist der Monat vorbei, der erste ist wieder da. Dadurch ist eine neue Season. Ihr seid x Ränge zurückgefallen und müsst euch quasi wieder neu hochkämpfen. Auf der anderen Seite ist jeden Monat eine neue Chance für jeden, wieder hochzukommen. Und ja, ich finde es eine ganz gute Sache und da hat auf jeden Fall auch jeder die Chance, ja, sich hochzuarbeiten. Auch ihr, wenn ihr jetzt neu in Hearthstone seid und euch ein bisschen zurechtfindet, ich sag mal, nach 1, 2, 3 Wochen habt ihr schon das grob das Spiel verstanden, je nachdem, wie viel Zeit ihr auch habt oder wie viel Zeit ihr euch für Hearthstone nehmt und werdet da auf jeden Fall Verbesserungen merken. Und andere Decks ausprobieren etc. etc. Und dann werdet ihr euch auch im Rang verbessern. Ihr könnt natürlich auch ungewertet spielen. Da verliert ihr dann nicht im Rang, wenn ihr sagt, oh nee, ich probiere jetzt hier ein neues Deck aus. Was weiß ich hier. Mit dem Magier habe ich schon so viel gespielt, da fühle ich mich sicher. Aber mit dem Jäger möchte ich jetzt nicht unbedingt hier meinen Rang verlieren. Dann spielt ihr im ungewerteten und dann könnt ihr erstmal mit dem Deck ein bisschen üben, bevor ihr in den gewerteten Modus reingeht. Also dafür ist das gedacht. Hier unten steht noch, wie viele Siege ihr insgesamt mit der Klasse erreicht habt. Ja, ist jetzt für den Anfang nicht so interessant. Bei 500 Siegen gibt es hier den goldenen Helden mit einer Animation. Und bei 1000 Siegen gibt es auch nochmal einen anderen Helden als Animation, die man sich freispielen kann. Ansonsten gibt es noch zu sagen, dass es alle 5 Ränge, glaube ich, gibt es eine Freiozone, wo man quasi nicht absteigen kann. Mit jedem Win bekommt man einen zusätzlichen Stern. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Je nachdem, wo ihr das Video schaut, auf dem Handy oder so, ist das schwierig zu erkennen vielleicht. Aber man hat hier über dem Rang so kleine Sterne. Und wenn ihr einmal gewinnt, bekommt ihr einen Stern dazu. Und wenn ihr verliert, wird euch ein Stern abgenommen. Sind alle Sterne voll und gewinnt ihr nochmal, steigt ihr einen Rang auf. Das heißt, ich müsste jetzt quasi 1, 2, 3, 4 Mal gewinnen, um Rang 8 zu werden. Und wenn ich jetzt noch 1, 2, 3 Mal verliere, hätte ich meinen Rang 9 verloren und wäre Rang 10. Ich glaube, das ist selbsterklärend und verständlich. Wenn ich jetzt jedoch, sagen wir mal, ich habe jetzt einen ganz schlechten Tag und verliere jetzt nur noch, dann bin ich irgendwann Rang 10 und wenn ich da alle Sterne verliere, kann ich aber nicht weiter absteigen,
Weil Rang 10 ist eine Freio-Zone. Da kann ich dann quasi, dann bleibt man auf Rang 10. Für diese Season, wohlgemerkt. Diese Freio-Zonen gibt es auf Rang 20, Rang 15, Rang 10, Rang 5. Und das war's, glaube ich. Ja. Ja, verbessert mich bitte, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube 20, 15, 10 und 5. Und deswegen ist es auch von Rang 5 auf Rang Legend, also quasi diese 5 Ränge und noch oben drüber so in Anführungszeichen schwer zu erreichen, weil da halt die besten Leute sind mit den besten Decks und alle wollen Legend werden und also den besten Rang erreichen und betteln sich halt extrem. Und da kann man schon mal, also mir ist es oft passiert, dass mich nur 2 Siege von Legend getrennt haben und ich dann von Rang 1 wieder runter auf Rang 5 gedroppt bin, weil ich irgendwie total einen schlechten Tag hatte und irgendwie 40, 50 Mal verloren habe. Ja, sowas passiert, aber das macht natürlich dann auch die Spannung aus in dem Spiel und dann weiß man es halt mehr zu schätzen, dass man einen hohen Rang erreicht hat und es macht viel mehr Spaß und man hat viel mehr Spannung und Action, weil es halt eben nicht so einfach ist, alles zu erreichen in dem Spiel. Ist natürlich auch, wie gesagt, beim Kartenspiel, habe ich glaube ich schon gesagt, sehr viel glückabhängig, also klar, Frustration spielt auch immer eine Rolle, gerade wenn man sehr viel und sehr oft Pech hatte an einem Tag, dann ist man auch schon mal genervt, aber ich denke, das ist bei jedem Spiel so, das geht mir so, das geht jedem anderen auch so. Es gibt aber auch genug Tage, wo es richtig, richtig cool läuft, wo man richtig Spaß hat und ja. So viel dazu. Arena, habe ich glaube ich schon gesagt, ist so der Modus, wo man am effektivsten auch Karten sich erspielen kann. Also im Spielenmodus ist es glaube ich so, dass man pro Sieg auch noch 10 Gold bekommt. Wenn ich mich nicht irre, da möchte ich jetzt auch nichts Falsches sagen. Schreibt es auch mal in die Kommentare, wenn ihr Lust und Zeit habt, um mich da so ein bisschen zu berichtigen. Aber ich glaube, hier in dem Modus kriegt man 10 Gold pro Sieg. Und das deckt sich dann natürlich auch hoch. Bis zu 100 Gold und dann kann man davon auch wieder eine Kartenpackung holen. Oder halt, man geht in die Arena. Für 150 Gold kann man in die Arena gehen und da kann man dann aus 3 vorgeschlagenen Karten sich sein Deck zusammencraften. Das ist so ein bisschen zusammengewürfelt, anders als im Constructed, das nennt also dieser Modus hier, wo man sich die Kartendecks selber zusammenstellt. Ist es quasi in der Arena so, klar, man stellt sich das auch zusammen, aber hier steht es auch, stellt euch ein Deck aus zufälligen Karten zusammen. Man hat halt quasi zufällige Karten, muss sich davon eins aussuchen und findet heraus, wie lange ihr in der Arena bestehen könnt. Je länger ihr durchhaltet, desto besser werden eure Belohnungen. Und deswegen, ich glaube, es ist so, man bezahlt hier 150 Gold oder 2 Euro, also 1,99 Euro, Entschuldigung. Und wenn man, glaube ich, 3 oder 4 Mal gewinnt, hat man diesen Preis hier auf jeden Fall raus. Dann ist man schon im Plus. Also ich weiß nicht mehr genau, wie es war, ob man 3 oder 4 Mal gewinnen muss. Sowas um den Dreh und dann hat man auf jeden Fall seinen Einsatz wieder rausgespielt. Man kriegt Erfahrung im Spiel, es macht Spaß etc. Man spielt und man hat halt die Chance. Wenn man jetzt zum Beispiel 12 Mal hintereinander gewinnt, dann kriegt ihr eine richtig, richtig dicke Belohnung. Ihr habt halt quasi nur 150 Gold ausgegeben, bekommt aber im Wert von whatever, ne? Ist auch da immer so ein bisschen glückabhängig, wie die Belohnung ausschaut. Also ihr bekommt dann 5 Kisten, macht die auf und dann sind in einer vielleicht 300 Gold, in der nächsten 150 Gold und dann eine goldene Karte und was weiß ich, ne? Hier sieht man das auch bei mir im Questlog bei der Arena. Ich habe schon, ich glaube, 3 Runs gehabt mit 12 Siegen und da ist halt die Belohnung ziemlich fett. Also wer da Lust und Zeit hat, kann auch gerne auf meinem YouTube-Kanal, habe ich eine Arena-Playlist. Vielleicht findet ihr da die Videos, wo ich die Belohnung öffne und könnt euch dann selber ein Bild davon machen. Auf jeden Fall, wer gut spielt oder wer meint, gut zu spielen, der ist in der Arena auf jeden Fall am besten aufgehoben. Denn da kriegt man mit wenig Einsatz sehr, sehr viel raus.
Auf der anderen Seite, wenn man dreimal verliert, ist man aus der Arena raus. Das bedeutet, ihr habt 150 Gold ausgegeben, um quasi dreimal vermöbelt zu werden. Und dann, ja, geht ihr natürlich mit einer sehr, sehr kleinen Belohnung raus. Dann habt ihr ein bisschen Minus gemacht. Aber das ist halt so ein bisschen das, in Anführungszeichen, Risiko. Also ich sag mal, wenn ihr komplett blutige Anfänger seid, ja, ihr könnt gar nichts in Hearthstone, ist jetzt euer erster, zweiter, dritter Tag, ja gut, dann würde ich euch jetzt auch von der Arena abraten, ne, weil euer hart verdientes Gold pumpt ihr da rein und kriegt quasi dreimal auf die Nase, das wäre natürlich auch nicht so schön. Aber wenn ihr ein bisschen Erfahrung gesammelt habt, ist das auf jeden Fall ein Modus, der sich lohnt. Und der nächste Modus ist Kartenchaos. Auch da, man sieht es jetzt Gott sei Dank noch sehr schön, weil ich es noch nicht gespielt habe. Hier steht immer, wann es endet. Also man hat halt jetzt, also in meinem Fall habe ich 5 Tage Zeit, dieses Kartenchaos zu spielen. Und wenn ich das gemacht habe, bekomme ich für den ersten Sieg der Woche in diesem Kartenchaos eine Kartenpackung als Belohnung. Ist so ein bisschen wie die 3 Daily Quests hier, die ich euch eben schon empfohlen habe. Wenn ihr das Kartenchaos jede Woche mitnehmt, habt ihr auf jeden Fall eine zusätzliche Kartenpackung, wofür ihr nicht viel tun müsst. Also das ist halt auch for free. Man kann in dem Spiel wirklich sehr, sehr viel kostenlos machen. Das ganze Game ist kostenlos, ihr könnt es euch kostenlos runterladen. Und wenn ihr sehr viel spielt, dann bekommt ihr auch sehr viel Gold. Und könnt euch da die Sammlung auch ohne Echtgeld zu investieren vervollständigen. Also es gibt tatsächlich sehr viele Spieler, die keinen einzigen Cent in Hearthstone investieren und trotzdem eine riesige Sammlung haben. Es gibt natürlich auch auf der anderen Seite, falls ihr jetzt, weiß ich ja nicht, Multimillionäre sein solltet und Geld spielt für euch so gar keine Rolle, dann könnt ihr natürlich auch hier in den Shop gehen und hier mal richtig einen raushauen, ne? Dann holt ihr hier so viel, wie euch lustig ist und dann habt ihr die ganze Sammlung komplett. Das geht natürlich auch. Ja, böse Zungen haben schon behauptet, dass Hearthstone ein Pay-to-Win-Spiel ist. Ich persönlich sehe das ganz und gar nicht so, denn man kann auch, wie gesagt, mit sehr, sehr günstigen Decks, wo jetzt nicht 20 Legendaries drin sind, sehr erfolgreich sein im Spielenmodus. Und auch mit Low-Budget-Decks, also mit günstigen Decks, auch im Solo-Abenteuer hier bei diesen ganzen Geschichten Erfolg haben. Ja, hier Frostthron, Naxxramas, das sind ja so Sachen, da muss man sich was freispielen. Und bei manchen Abenteuer brauchst du gar keine eigenen Karten. Also, wie gesagt, es ist nicht so, dass der mit dem größten Geldbeutel den größten Erfolg in Hearthstone hat. Das ist definitiv nicht so. Da kann ich euch schon mal entwarnen. Ja, so viel dazu. Ich persönlich, für die, die das jetzt interessiert, handhabe das so. Ich habe da eigentlich eine recht gute Balance zwischen erspiele ich mir selber und investiere echt Geld. Also, ich bin weder Millionär, noch bin ich derjenige, der eisern darauf pocht, Free-to-Play zu spielen. Es gibt ja solche und solche, ne? Also ich habe auch in meinen Kommentaren unter den Videos Leute erlebt, die sagen, ne, ich bezahle keinen einzigen Cent für Hearthstone, ich möchte mir alles selbst erarbeiten und erspielen. Klar, sehr, sehr gerne, habe ich auf jeden Fall Verständnis für. Ich bin auch nicht so flüssig, also ich habe jetzt auch nicht das Geld, mir hier für hunderte oder gar tausende Euro irgendwelche Ingame-Sachen zu holen. Das ist mir dann auch ein bisschen zu viel, aber ja, so ganz Free-to-Play bin ich nicht. Also ich habe schon auch sehr viel Geld tatsächlich in Hearthstone investiert, weil ich es aber auch schon sehr, sehr lange spiele. Und ich halte mir da so die Waage. Als kleinen Tipp für diejenigen, die das so machen wollen wie ich. Es gibt in Hearthstone alle Jubeljahre, also alle paar Wochen, Monate, immer mal ein paar schöne Angebote.
wo man jetzt für das gleiche Geld viel mehr Packungen bekommt. Das steht dann auch meistens hier im Shop ganz oben. Nur einmalig kaufbar, Sonderangebot, vielleicht mit einer goldenen legendären Karte dabei. Oder ist meistens auch dann, wenn ein neues Add-on kommt. Und momentan steht ja das mit den Drachen hier in den Startlöchern. Es ist ja aktuell BlizzCon. Wie gesagt, heute ist der 2.11.2019, für die, die es interessiert, wie aktuell dieses Video hier auch ist. Ja, und da kann man dann immer jeweils irgendwelche Bundles kaufen, irgendwelche Pakete. Vielleicht gibt es dann auch noch einen coolen Helden dabei, die man ja auch sammeln kann, wenn man das möchte. Die findet man auch in der Sammlung hier. Da kann man dann Lunara freispielen oder kaufen oder wie auch immer. Und, ich bin Schülerin des Waldes und Lehrmeisterin für viele. Ja, und die sind dann auch manchmal dabei. Diese Helden hier. Ich glaube, der... Stärker als ich. Der, nee, der ist noch nicht dabei. Sorry, das war gerade Hexenmeister 1000 Siege. Spielt auch keine Rolle. Es gibt auch noch Kartenrücken. Da könnt ihr, ja, das ist so ein kleiner Style-Faktor. Wen das interessiert, ja, da gibt es auch diverse Kartenrücken, die man wechseln kann. Man kann auch mit jedem Deck einen anderen Kartenrücken einstellen, wenn man das möchte. Hier kann ich zum Beispiel hier mein Top Legend Snip Snap, habe ich jetzt das als Kartenrücken. Ich kann aber auch sagen, ja, nee, für einen Snip Snap Hexenmeister vom Style Faktor her ist jetzt ein Hexenmeister Deck. Mecharaxxus macht da am ersten Sinn, also packe ich den Kartenrücken rein, aber das ist jetzt Style, ne? Das beeinflusst in keinster Weise das Spiel. Ja, ich hoffe, ich habe alles erwähnt soweit. Mir fällt jetzt auf jeden Fall nichts ein, was ich vergessen haben könnte. Ist ein sehr umfangreiches Ding. Hier Optionen, ja, Lautstärke, brauche ich glaube ich nichts drüber zu sagen. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen, wie gesagt, und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen, über ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt, und am allermeisten freue ich mich über Kommentare, weil ich da besser und mehr mit euch interagieren kann, und in Zukunft wird es noch mehr Tutorials geben, und ja, ich denke, das sollte als Vorab erstmal reichen, wie gesagt, sehr, sehr langes Video, aber auch sehr, sehr viel Information. Und zu den einzelnen Punkten mache ich nochmal separate Tutorials für die, die sich jetzt nicht für alles interessieren. Ich trinke nochmal einen Schluck Kaffee, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht oder wie auch immer, eine gute Woche. Und in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.